Hallo, liebe Deutschlernende! Dies ist der sechste Teil in einer Serie über die Schönheit deutscher Vorsilben. Heute geht es um die Vorsilbe auf. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Fragt, ob ich auch ein Video über die Vorsilbe auf habe. Und dies ist das Video, das ich für euch mache, um diesen Wunsch zu erfüllen. Die Vorsilbe auf hat mehrere Bedeutungen, aber nicht so viele Bedeutungen wie manche anderen Vorsilben. Insofern wird dies ein kurzes Video, vielleicht, mal schauen. Und zwar ist die erste Bedeutung der Vorsilbe auf folgende. Die Vorsilbe auf beschreibt eine Bewegung von unten nach oben. Ja, eine Bewegung von unten nach oben. Das kann zum Beispiel wortwörtlich gemeint sein, wenn ich zum Beispiel sage, die Sonne geht auf. Ja, ich schaue zu, wie die Sonne aufgeht. Ja, beim Sonnenaufgang haben wir die Wahrnehmung, dass die Sonne von unten nach oben geht. Die Vorsilbe auf kann in diesem Sinne aber auch sinngemäß gemeint sein. Ich kann zum Beispiel sagen, er steigt in der Firma auf. Ja, jemand steigt auf, er geht nicht von unten nach oben, aber er geht sinngemäß von unten nach oben. Er hat eine niedrige Position und dann hat er eine höhere Position. Man kann auch sagen, etwas besser machen. Ja, ich kann zum Beispiel mein Gehalt oder mein Image aufbessern. Ja, da geht es auch von unten nach oben, sinngemäß. Die zweite Bedeutung der Vorsilbe auf. Auf beschreibt ein Ereignis, bei dem etwas ans Licht kommt. Ja, bei dem etwas aufgedeckt wird. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, der Mordfall wurde endlich aufgedeckt. Ja, jemand wurde ermordet und die Polizei hat lange gesucht und lange geforscht, wer der Mörder war und hat es nicht herausbekommen. Und jetzt haben sie es herausbekommen und somit haben sie den Mordfall aufgedeckt. Ja, oder aufgeklärt. Ja, der Mordfall wurde aufgedeckt, der Mordfall wurde aufgeklärt. Ja, das ist die zweite Bedeutung der Vorsilbe auf. Die dritte Bedeutung der Vorsilbe auf ist etwas öffnen. Ja, etwas wird geöffnet. Ich kann zum Beispiel sagen, dieser Rucksack hier wird geöffnet, ja, und ich kann sagen, ich mache den Rucksack auf, ja, ich öffne den Rucksack, ich mache den Rucksack auf, ja, na, das hängt. So, ich habe den Rucksack aufgemacht, ja, das ist die dritte Bedeutung der Vorsilbe auf. Etwas wird geöffnet. Ja? Ich habe den Rucksack aufgemacht. Die vierte Bedeutung der Vorsilbe auf. Die Vorsilbe auf wird auch bei Wörtern gebraucht, bei denen es um die Oberfläche oder einen oberen Teil von etwas geht.
Ja, das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich werde es erklären. Ja. Zum Beispiel kann ich sagen, der DJ hat eine neue Platte aufgelegt. Ja. Er legt die Platte auf den Plattenspieler. Ja. Er legt die Platte auf. Ja. Und dann, wie es ein DJ immer macht, macht er wahrscheinlich so. Ja, der DJ hat die Platte aufgelegt und dann bewegt er die Platte hin und her. Ja, aber der Punkt ist, dass er die Platte auf etwas gelegt hat, ja, auf den Plattenspieler. Ja, und somit hat er die Platte aufgelegt. Ja. Ich kann auch sagen, aufsetzen. Ja. Ich setze meine Brille auf meine Nase. Ja. Also man sagt, ich setze meine Brille auf. Ja. Ich setze meine Brille auf. Aber man könnte auch den Satz ergänzen und sagen, ich setze meine Brille auf meine Nase. Ja, da wird auch etwas auf etwas anderes gelegt. Ich setze meine Brille auf. Ja, jetzt setze ich übrigens meine Brille ab. Jemand hat gefragt, was der Unterschied zwischen einsetzen und aufsetzen ist. Ja, und beim Aufsetzen, da setzt man, wie gesagt, etwas auf eine Oberfläche. Und wenn man etwas einsetzt, dann setzt man etwas in etwas. Ja? Dann setzt man etwas in etwas oder man legt etwas in etwas hinein. Ja? Und so kann ich etwas aufsetzen, ich kann die Brille absetzen oder ich kann die Brille auch einsetzen. Dann gibt es noch verschiedene andere Wörter mit der Vorsilbe auf, zum Beispiel das Wort aufführen. Ja, ein Theaterstück wird aufgeführt. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, die Schauspieler sind auf der Bühne. Und deswegen wird das Theaterstück aufgeführt. Ja, die Schauspieler befinden sich auf der Bühne. Ja, aber es gibt viele Wörter wie zum Beispiel aufführen, wo man erstmal überlegen muss, okay, wie stimmt dieses Wort mit den vier Bedeutungen überein, die wir in diesem Video genannt haben. Dazu muss man auch sagen, alle Wörter, die ich hier genannt habe, haben übrigens noch weitere Bedeutungen. Ja, es gibt kaum ein Wort in der deutschen Sprache, das nur eine Bedeutung hat. Ja, also lasst euch nicht verwirren, wenn ich hier ein Wort vorgestellt habe und ihr seht es in einem anderen Zusammenhang, dann kann es sein, dass das Wort eine andere Bedeutung hat. So ist das leider im Deutschen. Aber in diesem Fall schaut ihr das Wort einfach nach im Wörterbuch oder auf Wiktionary und dort seht ihr die unterschiedlichen Bedeutungen. Ich habe noch weitere Videos gemacht über die deutschen Vorsilben und siehe dazu die entsprechende Wiedergabeliste auf meinem Channel. Ja, ich hinterlasse euch auch einen Link in der Videobeschreibung, aber ihr könnt auch gerne auf meinen Channel gehen und dort gibt es einen Tab, der nennt sich Wiedergabelisten oder Playlists und dort findet ihr alle meine Wiedergabelisten. Ja, dort findet ihr alle meine Wiedergabelisten und ich habe mehrere Wiedergabelisten für euch erstellt. Insofern lohnt sich es sehr, diese mal anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!